Kalinka, 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 Maya, Sadu Jagda, Malinka, Malinka, Maya. Oh, ja, okay, ich singe nicht weiter. Aber dies ist eines der wohl berühmtesten russischen Volkslieder. Noch berühmter ist wahrscheinlich nur noch das Wort für Nein, nämlich Нет. Aber es gibt auch ein Wort für Ja. Und das heißt Da. Wo? Nein. Da heißt Ja. Egal, in kyrillischen Buchstaben schreibt man es jedenfalls so. Nein, нет, ja, da. Aber beginnen wir am Anfang, also ganz am Anfang. Und zwar bei der Entstehungsgeschichte der russischen Sprache bzw. Schrift. Oder machen wir gleich etwas Grammatik? Nein? Okay. Später. Also, woher kommt die russische Sprache? Nun, Russisch zählt zum slawischen Ast der indogermanischen Sprachfamilie. Man nimmt an, dass schwedische Wikinger, die sogenannten Varega, Russisch, Variag, Altnordisch, Weringer, bereits im 8. bzw. 9. Jahrhundert als Krieger und Söldner ins Byzantinische Reich vordrangen. Damals umfasste dies auch Teile des heutigen Syriens und Süditaliens. Während der Friedensphasen trieben die Fürsten aber regen Handel auf den Flüssen Dnieper und Don zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer. Im 9. Jahrhundert war das Gebiet rund um die Karpaten von baltischen, finnischen und auch slawischen Stämmen besiedelt. Der Varägerfürst Rurik gründete im Jahr 862 die sogenannte Kiewer Rus mit Sitz in Nowgorod. Ob der Name Rus nun vom finnischen Ruotsi für Schweden stammt oder vom nordischen Wort Roder für Ruderer, bleibt allerdings umstritten. Hey, wisst ihr eigentlich, wie viele Buchstaben das russische Alphabet hat? Es gibt 33 Buchstaben, 10 Vokale, 21 Konsonanten, ein Weichheitszeichen, ein Härtezeichen. Das mit den Weichheits- und Härtezeichen besprechen wir jetzt mal nicht. Das sind übrigens die 10 Vokale A, Je, Jo, I, O, U, Ö, Ä, Ju, Ja, das ist super, denn die Sprache eignet sich hervorragend zum Singen. Kalinka, Kal... Ja, 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 ich erzähle ja schon weiter. Also, was passierte nach der Gründung der Kiewer Rus? Ruriks Nachfolger Helgi, der sich später Oleg nannte, vereinte während seiner Herrschaft zwischen 879 und 912 die beiden Reiche, also das Nordreich mit Nowgorod und das Südreich mit Kiew, wohin er dann auch das Zentrum der Kiewer Rus verlegte. Gäbe es die Kiewer Rus noch heute, so würde diese in etwa die Staaten Russland, Weißrussland und die Ukraine umfassen. Aber im Jahr 922 schrieb der arabische Reisende Ibn Fadlan mit vollem Namen Ahmed Ibn Fadlan Ibn al-Abbas Ibn Rashid Ibn Hamad einen detaillierten Bericht über das Leben und die Kultur der Wolga-Bulgaren bzw. der Varäger. Im Jahr 1240 überfielen dann aber mongolische Stämme das Großreich und die Kiewer Rus war nur mehr Geschichte. Naja, nichts ändert sich so schnell wie die Grenzen eines Staates und ganzer Reiche. Wie wäre es jetzt mit ein bisschen Grammatik? Es gibt 6 Fälle. Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, Instrumental, Präpositiv. Es gibt 3 Geschlechter.
männlich, weiblich, sächlich. Das Geschlecht erkennt man aber sehr leicht an der Endung. Männlich, Endung, Konsonant. Sport, Sport. Weiblich, Endung, A oder Ja. Kascha, Haferbrei. Simja, Familie. Sächlich, Endung, O, Jo, Je. Malako, Milch. Повторение, Wiederholung. Bilio, Unterwäsche. Es gibt zwar ein paar Ausnahmen, aber auf die möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Kommen wir lieber wieder zur Entstehung der Schrift zurück, die eng mit einem Mann namens Kyrill verbunden ist. Wer war dieser Kyrill? Also eigentlich hieß er ja Konstantin von Saloniki und war Mönch bzw. Missionar. Ebenso wie sein Bruder Michael, der sich später Method nannte. Beide stammten aus Byzanz. Nun kommt aber Fürst Ratislav ins Spiel, der über Großmähren herrschte. Das sah damals so aus. Ratislav wollte die slawische Bevölkerung für den christlichen Glauben begeistern, um sich von den Ostfranken etwas unabhängiger zu machen. Leider gab es aber zu wenige Priester in seinem Reich. Was also tat Ratislav? Ganz einfach. Er bat den byzantinischen Kaiser um Hilfe. Kaiser Michael II. Beauftragte somit im Jahr 863 Kyrill und Method der slawischen Bevölkerung das Christentum näher zu bringen. Während seiner Mission übersetzte Kyrill das Neue Testament ins sogenannte Altkirchenslawisch und erfand dafür eigens die glagolitische Schrift, indem er Buchstaben aus dem Griechischen adaptierte und lautlich anglich. Ah, ich muss euch etwas zeigen. Ich war mal in Kroatien und dort habe ich mir dieses T-Shirt gekauft. Darauf seht ihr das glagolitische Alphabet. Hübsch, oder? Habt ihr Lust auf etwas Grammatik? Nur ganz kurz, versprochen. Es gibt drei Zeitformen. Vergangenheit, прошедшее время, Gegenwart, настоящее время, Zukunft, будущее время. Klingt schrecklich? Nein, viel schrecklicher sind die sogenannten Aspekte. Aber zu denen kommen wir später. Wie ging es jetzt mit Kyrill und Method weiter? Sie konnten gegen Ende ihrer Mission sogar Papst Hadrian II. In Rom davon überzeugen, Altkirchenslawisch als vierte Liturgiesprache zuzulassen, neben Latein, Hebräisch und Griechisch. Die Freude währte allerdings nicht lange, denn 880 verbot Papst Marinus I. diese wieder. Kyrill starb 869 und wurde in der St. Clemens Basilika in Rom begraben. Und 906 wurde Großmähren dann auch noch durch die Ungarn vernichtet. Tja, nichts ist für die Ewigkeit bestimmt. Vermutlich auch nicht die 21 kyrillischen Konsonanten. Aber wir sehen sie uns trotzdem kurz an. So sehen sie aus, die 21 Konsonanten. Und so klingen sie. B, W, G, D, J, Z, I, K, L, M, N, P, R, S, T, F, H, C, Sch, Sch, Sch. Dann gibt es noch diese beiden Zeichen, die aber keinen eigenen Laut bilden, sondern nur die Buchstaben davor beeinflussen. Das Härtezeichen, Tvjordi znak, sieht so aus. Und das Weichheitszeichen, Mjachki znak, so. Keine Panik! Wenn ihr jeden Tag zwei Buchstaben lernt, dann könnt ihr in ungefähr 2 Wochen die kyrillische Schrift lesen. Wohlgemerkt nur lesen. Um ganze Worte und Sätze zu verstehen, braucht man natürlich länger. Aber
Zurück zur Geschichte. Was passierte nach dem Zerfall der Kiewer Rus? Große Teile der heutigen Ukraine gehörten um das 15. Jahrhundert zum Großfürstentum Litauen. Es entstanden zwei neue Machtzentren, eines um Moskau herum, Moskauer Rus, und das andere um das Großfürstentum Litauen bzw. das Königreich Polen. Aus Polen-Litauen bildeten sich die Ruthenen heraus, also die Menschen im heutigen Weißrussland und in der Ukraine. Was lernen wir daraus? Die Welt verändert sich ständig. Was lernen wir noch? Dass es in der russischen Sprache die sogenannten Aspekte gibt. Es bedeutet in der Praxis, dass jedes Verb zwei Formen hat. Eine vollendete und eine unvollendete. Vollendeter Aspekt – совершенный вид. Unvollendeter Aspekt – не совершенный вид. Alles richtet sich danach, ob eine Handlung nicht abgeschlossen und wiederkehrend, also unvollendet, oder abgeschlossen bzw. einmalig, sprich vollendet ist. Tja, kompliziert, ich weiß. Aber sehen wir uns trotzdem ein kleines Beispiel an. Das deutsche Wort gehen hat in Russisch zwei Formen. Gehen, 1. Ходить, unvollendeter Aspekt. Nicht zielgerichtete Bewegung, wiederholte Handlung. Also ich gehe würde in diesem Fall heißen Я хожу. Я часто хожу в кино. Ich gehe oft ins Kino. Gehen 2. Идти, vollendeter Aspekt. Zielgerichtete Bewegung, einmalige Handlung. In diesem Fall verwenden wir für Ich gehe Я иду. Я вечером иду в кино. Ich gehe am Abend ins Kino. Zu schwierig? Große Katastrophe? Nein. Um eine neue Sprache zu lernen, braucht man vor allem viel Geduld. Und niemand kann das so einfach über Nacht lernen. Aber wie ging jetzt die Geschichte mit den slawischen Ländern weiter? 1667 wurde die Ukraine zwischen Polen und Russland aufgeteilt, was zur Folge hatte, dass die russische Sprache auch verbreitet in der Ostukraine gesprochen wurde. Zwischen 1772 und 1795 fand dann eine Gesamtteilung Polens statt und viele Gebiete Weißrusslands und der Ukraine kamen zu Russland. Galizien ging allerdings an Österreich. Ja, auch das kleine Österreich war einmal viel größer. Aber wie heißt es immer so schön? Auf die Größe kommt es nicht an. So, aber was geschah nach dem Tod von Kyrill und Method mit der kyrillischen Schrift? Das Kirchenslawische ging zunehmend verloren und etliche Buchstaben verschwanden völlig aus dem Gebrauch, wie zum Beispiel diese hier. Schade eigentlich, sahen gar nicht so schlecht aus. Es gäbe ja noch so viel zu erzählen, aber überspringen wir ein paar Jahrhunderte und kommen gleich zu Zar Peter dem Großen. Dieser ließ in den Jahren 1708 bis 1710 eine Rechtschreibreform durchführen und nannte die Schrift dann Grajdanski Schrift, also bürgerliche Schrift. Und schon wieder fielen ein paar Buchstaben weg, wie zum Beispiel das griechische Omega, das aber in Altkirchenslawisch noch als Ot ausgesprochen wurde. 1918 gab es weitere Reformen und schließlich waren es vor allem Schriftsteller und Dichter wie Alexander Puschkin, die für die russische Literatursprache prägend waren. Noch eine kleine Grammatiklektion? Nein? Okay, dann sehen wir uns mal ein paar nützliche Wörter an. Welches Wort ist ganz wichtig? Ich. Ich heißt auf Russisch Ja
und wird so geschrieben, also faktisch ein verkehrtes R. Ja, ja, ja. Ich, ich, ich. Aber okay, ihr habt recht. Auch das Wort Liebe ist wichtig. Liebe. Любовь. Und jetzt kommt endlich der Satz, auf den ihr alle gewartet habt. Ich liebe dich. Я люблю тебя. So wie auch beim Lateinischen kann man Kyrillisch entweder in Druckbuchstaben oder in Schreibschrift schreiben. Buchschrift. Кириллица используется во многих странах. Schreibschrift. Кириллица используется во многих странах. Was habe ich soeben geschrieben? Die kyrillische Schrift wird in vielen Ländern verwendet. Ach so, ihr wollt wissen, in welchen? Also in erster Linie natürlich in Russland. Russische Sprache heißt Русский язык. In einigen Schriften gibt es auch ein paar Sonderzeichen, um die Laute der jeweiligen Sprache besser wiedergeben zu können. Ukrainische Sprache heißt Ukrainska Mowa. Hier finden wir ein I mit zwei Punkten. Dieses Zeichen gibt es in der russischen Sprache aber nicht. Und in Weißrussland verwendet man diesen eingewanderten Buchstaben. In Mazedonien hat sich ein S ins Alphabet geschummelt, das aber eher wie Z klingt. In Bulgarisch, болгарский язык, findet man das harte Zeichen des russischen Alphabets, das aber in diesem Fall als A ausgesprochen wird. Und in Serbisch, srpski, gibt es dieses zusätzliche Zeichen. Es klingt ein bisschen wie D. Ich weiß, das gehört jetzt alles nicht im eigentlichen Sinn zu Russisch, aber ich gebe euch dennoch gerne einen etwas weiteren Überblick, damit ihr einen besseren Eindruck der Sprachgeschichte bekommt. Apropos Geschichte. Viele ehemalige Sowjetrepubliken haben sich nach der Auflösung der Sowjetunion für das kyrillische Alphabet entschieden, wie zum Beispiel Kirgistan, Turkmenistan, Tadschikistan, Usbekistan oder Aserbaidschan. Bis 1863 wurde auch in Rumänien die kyrillische Schrift verwendet. In der Mongolei schreibt man seit 1941 kyrillisch. Davor gab es die geheimnisvolle uiratische Schrift, die ich übrigens auch sehr schön finde. Ja, Veränderungen, Veränderungen. Aber Armenien und Georgien haben ihr einzigartiges Schriftsystem beibehalten. Übrigens, manche Länder hatten, was das Schriftsystem anbelangt, im Laufe ihrer Geschichte wirklich Pech. Denn sie mussten ständig neue Alphabete lernen. Wie die armen Menschen in Kasachstan. Bis 1920 gab es dort die arabische Schrift. Zwischen 1921 und 1939 die lateinische Schrift. Ab 1940, also in der Ära der Sowjetunion, die kyrillische Schrift. Und bis zum Jahr 2025 soll die Schrift wieder auf Latein umgestellt werden. Ein Albtraum, oder? Ah, noch ein anderer Albtraum. Leider gibt es in Russisch keine echten Regeln, was die Betonung eines Wortes anbelangt. Also auswendig lernen. Was ihr euch aber merken könnt, ist, dass ein unbetontes O immer als offenes A ausgesprochen wird. Das russische Wort für Wasser lautet Вода. Da die Betonung auf dem letzten A ist, spricht man das O als offenes A aus. Вода. Zum Unterschied von Wodka. Wodka. Hier liegt die Betonung auf dem O und daher wird es auch als solches ausgesprochen. Tja, und wo ist jetzt die gute Nachricht? Nun,
Russisch liegt mit über 200 Millionen Sprechern derzeit an 8. Stelle der Weltsprachen. Es kann also kein Fehler sein, ein bisschen Russisch zu lernen. Na gut, ihr wartet bestimmt noch auf einen kurzen Dialog, stimmt's? Zunächst mal auf Deutsch. Люба. Hallo, wie geht's? Sonny. Danke, es geht mir gut. Люба. Leider habe ich sehr wenig Zeit. Sonny. Ich auch. Ich bin immer sehr beschäftigt. Люба. Bis bald. Sonny. Tschüss. Und jetzt auf Russisch. Люба. Привет. Как дела? Sonny. Спасибо. Хорошо. Люба. К сожалению, у меня очень мало времени. Sonny. У меня тоже. Я всегда очень занята. Люба. До скорого. Sonny. Пока. Auch wenn Russisch am Anfang etwas schwierig wirkt, lasst euch nicht entmutigen und versucht es einfach. Tja, und was machen wir, wenn wir ein neues Schriftsystem kennengelernt haben? Richtig, wir kaufen uns eine Zeitschrift und suchen Buchstaben. Welchen sollen wir suchen? Natürlich das Ja. Rezepte здоровья. Датские секреты счастья. Ароматерапия. Собственно говоря, сладко можно.